Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dice Fights. In dieser Folge schauen wir auf das neue und das alte Modell vom Ministrorum Priest und schauen, welches eigentlich besser ist. Obwohl das Modell des neuen Ministrorum Priest schon länger draußen ist, fand es eigentlich so richtig erst Beachtung mit dem Erscheinen des Sisters Codex. Weil in diesem hat genau dieses Modell die Stelle des Predigers eingenommen. Und jetzt gibt es halt den Ministrorum Priest und den gab es auch schon vor, allerdings als Zinnmodell. Ich hatte das große Glück, dass mir dieser Herr aus Zinn durch den lieben Mark zur Verfügung gestellt worden ist. Und deswegen hatte ich dann wirklich die Chance, beide zu bemalen, konnte mir beide Modelle angucken und habe das dann auch gemacht. Und weil ich selber nicht so richtig viel Ahnung habe von Lore und Hintergrund, was 40k anbetrifft, habe ich mir gedacht, ich füge jetzt in jedes Video auch so ein bisschen Hintergrundwissen für euch und für mich ein. Auch wenn der Imperator sich das eigentlich ursprünglich mal ganz anders vorgestellt hatte, gibt es in Warhammer 40k einen Glauben, nämlich die Ekklesiarchie. Also der Glaube an den Gottimperator. Und genau wie in unserer Kirche gibt es Priester, Nonnen und so weiter. Allerdings sind die Aufgaben der Ministrorum-Priester dann doch etwas anders als die, die unsere Priester haben. Unter anderem sollen sie nämlich gegen die Häresie kämpfen und die Reinheit des imperialen Glaubens wahren. Sie sind quasi die Moralapostel der Truppen der imperialen Armee. Und ähnlich wie wir das aus unserer Kirche kennen, habe ich mich dann auch farbtechnisch genau daran gehalten, nämlich an den Vorbildern aus unserer Welt. Und ich dachte mir, wenn ich die beiden sozusagen gegeneinander antreten lasse, dann lasse ich ihnen auch in etwa die gleichen Farben zuteil werden, damit man halt so eine gewisse Vergleichbarkeit hat. Los ging es wie immer mit schwarzer Grundierung und weißem Highlight von oben. Das hilft nicht nur, die ganzen Details besser zu sehen, sondern in diesem Fall auch, um direkt die Schatten zu setzen für das Weiß. Und ich habe dann mit unterschiedlichen Weißtönen gearbeitet, um mich langsam hochzuschichten, sodass ich auch beim Weiß einen Kontrast reinkriege. Das heißt, ich bemale die Figur eigentlich nicht weiß, sondern eher grau, und weiß ist dann eigentlich nur noch am Ende das absolute Highlight. Bedeutet, ich habe so Warm Grey Töne genommen oder Weiß-Grau Töne, um mich dann immer weiter hochzuschichten. Das habe ich dann bei beiden Figuren eigentlich identisch gemacht. Und dadurch, dass wir im Vorfeld die schwarze Grundierung hatten mit dem weißen Highlight, hatte ich schon einige Schatten von vornherein da. Um dann aber nochmal die Schatten ein wenig mehr rauszukitzeln, habe ich dann nochmal ein Apothecary Grey, auch eine Contrastfarbe, eingesetzt und bin dann nochmal mit ein paar Highlights drüber gegangen. Einfach nur, weil es mir dann ein bisschen zu dunkel geworden ist und dann wollte ich wieder so ein bisschen mehr Kontrast reinbringen. Bei der Haut bin ich auf Gulliman Flash gegangen und habe das Ganze dann später noch gehighlightet, weil es dann so ein bisschen zu flach für meinen Geschmack war. Beim Rot habe ich dann das Sanguine Scarlet von Two Thin Coats benutzt. Das sind sehr, sehr gut deckende Farben. Dann habe ich noch Black Legion Contrastfarbe genommen, um das schwarz zu machen. Scale 75 Farben wieder für die Metallfarben, weil ich nach wie vor denke, dass das einfach mit die besten Farben sind, die ich zumindest persönlich kenne. Für alle Ledergeschichten habe ich dann Snakebite Leather als Kontrastfarbe eingesetzt und bei allem Papier bzw. Pergament und auch bei Schädeln Skeleton Horde, auch eine Kontrastfarbe, bietet sich wunderbar an, leistet mir immer sehr, sehr gute Dienste und sieht am Ende wirklich immer sehr, sehr gut aus und kann man dann auch noch ganz gut highlighten mit Weiß. Zum Schluss kam dann noch Texturpaste drauf und natürlich kam auch noch meine Bodenbelagmischung, die ich auch bei den Sisters eingesetzt habe, weil ich diese beiden Priester vor allen Dingen bei meinen Sisters einsetzen werde. Und am Ende habe ich das rote Oberteil von dem neuen Priest dann doch nochmal gold gemacht, weil ich das bei der Boxart irgendwie schicker fand und ich mit dem Rot nicht zufrieden war und deswegen wurde das dann auch nochmal neu gemacht. Und beim Bemalen fiel mir schon relativ schnell auf, dass mir das Gesicht des alten Priest viel mehr zusagt als das Gesicht des neuen Priests. Rein optisch finde ich das alte Modell einfach cooler. Größentechnisch unterscheiden diese beiden sich übrigens gar nicht. Man kann also wirklich easy den alten wie auch den neuen spielen. Ich werde auf jeden Fall beide einsetzen im Detachment Penitent Host. Und da lassen sich die beiden wirklich ganz hervorragend einsetzen oder halt bei den imperialen Agenten, wer auch immer das spielt. Meine Deathwatch wartet sehnsüchtig auf Dezember. Anderes Thema. Eine Sache sei an dieser Stelle noch erwähnt, wenn man es ganz genau nimmt, dann hat der alte Priest keinen Flamer mit dabei und der neue Priest hat diesen Flamer mit dabei. Man sollte vorher vielleicht, wenn man auf ein Turnier fährt, kurz abklären mit dem TO, ist das in Ordnung, und dann halt jeden Gegner darauf hinweisen, hey, der Priest hat nicht nur einen riesigen Stab dabei, sondern er hat auch noch einen Flamer. Denke, das sollte alles irgendwie laufen. Fazit: Ich finde den alten Priest
hübscher. Außerdem mag ich hin und wieder auch die Haptik von Sin beim Bewegen von Figuren. Aber der neue Priest hat den Flamer mit dabei und ist auch kein hässliches Modell oder so. Ist jetzt kein Fehlgriff, sondern ist wirklich schick und kann man definitiv auch spielen. Ich finde, sie machen sich hervorragend in jeder Sisters-Armee. Probiert es doch mal aus. Schreibt mir, findet ihr den Priest gut, findet ihr nicht so gut? Findet ihr das alte Modell besser oder das neue Modell besser? Haut es mir in die Kommentare. Und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid und immer noch nicht abonniert habt, dann tut es doch gerne, würde mich sehr freuen und unterstützt mich ungemein. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.